Was geht ab, meine lieben Pokémon-Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir unser Abenteuer gestartet und Barry herausgefordert und unseren Starter Funfun bekommen. Und jetzt geht es jetzt Richtung Sandgemme, wo wir jetzt auf dem Weg sind, und da ist Barry. Bist du langsam? Bist du langsam? Red, ich bin in der Wahrsache leid. Ich besuche Professor Eibe und werde mir bei ihm bedanken. Mir ist da eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Nun, denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen kann uns niemand was. Na gut, dann lass uns jetzt schnell zum See Wahrheitsufer gehen, zum See der Wahrheit. See der Wahrheit voraus. Laut der Legende ist dieser See die Heimat eines Pokémon, von dem man sagt, es sei das Wesen der Gefühle. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es auch das auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Naja. Was geht hier vor? Und da ist ein Typ. Der Fluss der Zeit. Der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Merkt ihn euch. Bis dahin, ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Das ist Cyrus. Lasst mich durch. Tretet zur Seite. Was sollte denn das? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Red. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Kajun! Das ist Vesprit. Wow. Hast du das gehört, Red? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan. Fangen wir es ein. Wartet mal. Was? Wir haben überhaupt nichts dabei und wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokebälle. Du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. No shit, Sherlock Barry, wie kannst du denn bitte schön Pokémon fangen ohne Pokebälle? Du hast deine Erfahrung. Ob Professor Eibe uns welche gibt? Wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei, okay, Red? Wir rennen um die Wette. Wer zuerst beim Professor in Sandgemme ist, hat gewonnen. Ach. Du bist echt... Ich will jetzt nicht anders laut sagen, aber... Bist denn so ein Hecht. Das ist ein lauter Beedizer mit Level 2. Also ich kann schon mal ein bisschen mehr Training einmal gebrauchen. Mit Panflam. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Beedizer fangen werde, aber mal sehen. So, wir werden das mal mit Kratzer machen, damit wir ein bisschen stärker sind. Wer weiß, ob wir noch stärkere Trainer kämpfen werden. In den nächsten Parts wird es eine große Reise sein durch die Sinnoh-Region, Leute. Wilde Pokémon halten sich bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können ja jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, laufe einfach durch das hohe Gras. Wenn du ihnen aus dem Weg gehen möchtest, musst du das hohe Gras meiden. Oh, jetzt kommt schon wieder im letzten Fleck sogar kommt ein weiteres Beedizer mit Level 2. So. Ein bisschen Panflam-Training wird nicht schaden, dann ist es schon auf Level 7. Dann sind wir auch stärker genug für die nächste Route, das was wahrscheinlich im nächsten Part sein wird. Die Parts werden jetzt nicht so lang sein wie letztes Mal, wie 20-30 Minuten. Wie das letzte Mal, der Bonus-Part war ja natürlich der 20. Part bei Pokémon Orange Islands. Wir haben jetzt Glut erlernt, super.
Na gut, was hat sie zu sagen? Lässt die Gesundheit deines Pokémon nach und damit seine KP, solltest du nach Hause gehen und dich auszuruhen. Da gibt's auch natürlich die Pokémon-Centern. Tipps für Trainer, nur keine Schüchternheit, sprich mit jedem, den du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und auch Ratschläge. Ja, das sind natürlich für die Leute, die jetzt weniger Pokémon gezockt haben oder noch nie die vierte Gen gezockt haben. Ich weiß, da gibt es manchmal auch versteckte Items. Okay, da ist nichts. Ja, ich hab's doch geahnt, da ist ein verstecktes Item. Mini-Pilz. Bam, 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 bam. Okay. Da wären wir schon jetzt. Gleich sind wir in Sandgemmel, Leute. Zu Professor Eibe. Und dieses Pilzer ist etwas ein Level stärker. Starten wir mal mit Glut. Unsere neue Attacke, die wir haben. Und sogar macht es mehr Schaden als Kratzer. So, Glut. Bidita ist natürlich ein Normal-Pokémon, für die Leute, die es noch nicht, für die Leute, die noch nicht Pokémon gezockt haben. Aber viele wissen es schon bereits. Hey, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wusstest du, dass man die Gesundheit eines Pokémon in Kraftpunkte KP angibt? Gehen die Pokémon KP eines Pokémon auf 0, wird es kampfunfähig. Nehmt die Pokémon eines Kampfes ab, solltest du es mit einem Trank heilen. Hier, ich schenke dir einen Trank. Nimm nur, der kostet dich nichts. Der wird automatisch in die Medizintasche deines Beutels gelegt. Wir bekommen jetzt den Trank von dem Markthändler. So. Jetzt kommt das große Grasfleckchen. Wir müssen noch weiter durchkämpfen. Oh Mann. Jetzt mal ein Schlückchen Wasser getrunken. So. Sogar habe ich jetzt das Bier in Flammen gesteckt. Das muss wehtun. So. Was hat der zu sagen? Diesen Vorsprung kannst du hinunterspringen, so kommst du schnell nach Zweiberdorf. Das wissen wir schon selbst. Route 1, Sandgemme. Da wären wir schon. Und da ist Lucia. Was geht? Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Es ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Bums! Barry. Was zum... Oh, du bist das Red. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Red. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Wow, was war das denn? Aber... Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Wie dem auch sei, gehen wir hinein. Lass uns jetzt Professor Eibe mal besuchen. Was hat er jetzt zu sagen? Na, wen haben wir denn da? Du bist Red, nicht wahr? Schauen wir uns mal einmal dein Pokémon an. Hm, verstehe. Ja, dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Hm, es war also kein Fehler, Panflam in deine Obhut zu geben. Wo würdest du ihnen gern einen Spitznamen geben? Hm, ich weiß nicht. Ein Spitznamen, falls ihr einen Spitznamen habt, Leute, schreibt in die Kommentare, dann werde ich es dann später dann machen. Also, wenn ihr eine Idee habt, was für ein Name soll Panflam haben, ich habe keine Idee. Absolut keine Idee, aber egal. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert. Diese Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Name soll Panflam haben, ich habe keine Idee. Absolut keine Idee, aber egal. Panflam nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Panflam zu kümmern. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu deinem Pokémon bist.
Wenn du nicht wärst, würde ich... Oh, ich kann gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aibe. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich mich genau wissen, welche Arten von Pokémon im Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Du kannst damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Na klar, machen wir das. Gut geantwortet. Red hat den Pokédex erhalten und wir bekommen jetzt den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, die du triffst. Red, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin jetzt bereits 60 Jahre alt. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Nun geh. Red, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Chillast. Hattest du dich auf Route 201 für Chillast entschieden, hätten wir das gleiche Pokémon. Naja. Ich habe das Pantheon genommen, Barry natürlich das Blindfahr und du ein Chillast. Also wie können wir bitte schon zwei Chillast haben? In einen Koffer? Das macht irgendwie keinen Sinn, Lucia. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus. Das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Ich freue mich wirklich, dich kennenzulernen, Red. Na gut, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Aber jetzt geht's noch weiter. Red! Ich habe hier ein praktisches Item, das solltest du mitnehmen. Wir bekommen jetzt TM27. Das ist eine technische Maschine. Sie enthält die Attacke Rückkehr. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur maximal einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse dir die Entscheidung und wünsche dir bei der Reise eine Reise voller Abenteuer. Klasse, ich wusste ja gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er in jüngeren Jahren selbst ein Trainer? Das wissen wir nicht, aber ich glaube, das ist natürlich eine Theorie, ob er wirklich ein Trainer war, wer weiß. Nun gut, Red, betrachte mich als deine Mentorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich die Assistentin des Professors. Mir nach! Oh Mann, jetzt kommt die langweilige Sache wieder. Wie wir schon kennen in Rosalia City damals. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist ein Pokémon-Center. Die Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon-Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Red, du fängst gerade erst an als Trainer, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können, aber das solltest du dich nicht stören. Oh, fast hätte ich vergessen, Red. Du musst nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Aibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen und daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst dein Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer, aber... Jetzt muss ich los. Mach's gut. So, dann lass uns jetzt schnell wieder zurückgehen nach Sandgame. Von Sandgame nach Zweiblattdorf, denn wir müssen jetzt unserer Mutti sagen, dass jetzt unsere Sinnoh-Reise gerade erst begonnen hat.
dim 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 dim. So, da bin ich wieder, Mutti. Willkommen zu Hause, Red. Geht es dir deinen Pokémon gut? Es ist noch früh am Morgen. Ruh dich jetzt etwas aus. Ja, 7.46 Uhr. Was ist denn, Red? Nein, Professor Ebbe hat dir so eine richtige Aufgabe aber anvertraut? Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe dir hinter dir. War richtig, Red. Ich habe etwas für dich. Wir bekommen jetzt das Tagebuch. Das ist ein Tagebuch, hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du es immer nachlesen, was zuletzt alles erlebt und getan hast. Oh, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Red. Bleib hier und du... Ich bleibe hier und du gehst und... Du gehst und genießt dein Abenteuer. Wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause, denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Ach. Barrys Mutter, was macht sie denn hier? Tut mir leid, aber ist mein kleiner Barry hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen. Red wird ihm das bringen. Das machst du doch, Red, nicht wahr? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Red, bring dann bitte das zu Barry. Wir bekommen jetzt das Paket. Mach's gut, Red. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Barry. Ja. Also dann lassen wir jetzt schnell nach Sandgame gehen und den Part beenden. Ich glaube, ich will jetzt nicht so lange auf 20 Minuten gehen. Also 21 Minuten sind ja schon lang genug. Also... Wir können auch bis nach Jubelstadt noch gehen. So. Loot mal weg. Oh mein Gott, Pidiza. Ich weiß nicht wieso, aber viele finden Pidiza ein bisschen unheimlich. Aber ich finde die zweite Entwicklung doch ziemlich Hammer. Obwohl es sehr gut ist, wenn man ein Feuer-Pokémon als Starter hat und es kann Surfer erlernen, natürlich, wenn es dann zu Bidifas entwickelt. Damit ich nicht vergesse, was hier bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Pokémon Poison machen. Wow, Pokémon sind cool. Du kannst sie in Kämpfen einsetzen und damit stärker machen. Oh, ich hätte auch so gerne welche. Das wäre cool. Sandgemme, Ort des Sandes. Mal sehen, was hier unten ist. Die Route 219. Sandgemme, Route 219. Schauen wir mal, was es hier noch gibt hier in Sandgemme. Das Ding da. Das ist ein Pokédex, stimmt? Ab jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen. Du Glückspilz. Was haben die Leute hier zu sagen? Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Übertreibe es am Anfang aber lieber nicht. Heile deine Pokémon regelmäßig im Pokémon Center, wenn du sie aufziehst. Ein guter Trainer achtet darauf, dass seine Pokémon genügend KP haben und nicht durch zu wenige Kämpfer fähig werden. So. Wir schauen jetzt mal kurz um, was in Sandgame abgeht, aber im nächsten Part gehen wir dann nach Jubelstadt. Wer bist du? Oh, du bist Red? Ach, dann beschäftigst du dich mit den Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann viel Glück. Ah, Professor Ebbe ist also zurück. Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Oh Mann, meine alte Mannstimme ist ja nicht so schlecht, aber wir sind so verkatzt.
Gut. Wir werden jetzt noch unsere Pokémon heilen und ein bisschen, was? Schauen wir mal, ob wir was haben. Pokébälle und so weiter. Nee, haben wir nicht. Brücke werden wir erst später erlernen lassen, glaube ich. Oder ich werde es dann für Panflam erlernen lassen. Und Silberblick weghauen. Im oberen Stockwerk eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der Pokémon-Drahtlos-Club. Dort kannst du mit Freunden kommunizieren und viel Spaß haben. Tut mir schrecklich leid, aber wir arbeiten derzeit unter der Erde. Kein Zutritt für Unbefugte. Versuche ich später noch einmal. Siehst du den NPC dort oben? Das ist das Blauteil. Dort hast du Pokémon bei dir. Du kannst ihn kostenlos nutzen. Das wissen wir schon selbst. Sprich mit der netten Dame am Schalter und gib ihr deine Pokémon. Sie wird deine Pokémon wieder vollständig gesund machen. Na gut, Leute. Wir werden jetzt schnell das Pokémon... dieses Let's Play jetzt mal kurz beenden für diesen Part. Dann geht es dann im dritten Part weiter. Wir werden dann Richtung Jubelstadt gehen. Also, ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Part wieder dabei. Also, gebt einen Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr täglich keine mehr Let's Play Content mehr verpassen wird. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pokétendo. Ciao!